Die Belagerung von Carcassonne möge beginnen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Ikit Claw. Ja, Carcassonne wird belagert und die KI wird wahrscheinlich entweder ausziehen und mich angreifen. Mass Destruction! Oder sie wird mit dieser Armee in Gewaltmarsch gehen und dann mich mit beiden Kräften angreifen. Mein Assassine kann leider nichts mehr machen. Jetzt könnte er wenigstens noch die Maid ausschalten, aber das wird leider nichts. Und dieser hier hat auch keine Bewegungspunkte mehr übrig. Und ja, von daher müssen wir einfach mal abwarten, was kommt. Und wir haben noch ein bisschen Geld. Und ich würde sagen, das investieren wir noch ein paar Gebäude. Oder besser gesagt in eins. Und dann beenden wir die Runde. Und schauen, was Carcassonne nun machen wird. Ja, ich vermute, sie werden ausziehen und mich angreifen, aber das mit dem Gewaltmarsch könnten sie natürlich erst machen und mich dann mit Beinen angreifen. Aber ich bin zuversichtlich, dass Ikit Claw auch diesmal wieder gewinnen wird. Denn er ist eigentlich ein ziemlich starker legendäre Lord. Oh, und Carcassonne hat nichts gemacht. Das ist interessant. Dann müssen wir entscheiden, ob wir angreifen oder weiter belagern wollen. Und Ostmark und Tempelhof sind ebenfalls in Krieg. Und Britonia hat mal wieder konföderiert, nämlich Artois. Ja, die KI der Briton konföderiert sehr viel. Und wir haben eine Aufgabe erfüllt, nämlich Konzentration auf Artillerie. Das wird uns auch helfen gegen Carcassonne hier. Oh, wir können leider keine Aktion ausführen gegen die Maid. Was ich jetzt ein bisschen schade finde. Und ich muss jetzt entscheiden, ob angreifen oder warten. Und ich denke, wir werden noch ein wenig warten. Denn auch wenn er mit der Armee hier kommen würde, die kann mir nicht gefährlich werden. Nein, zur Verstärkung natürlich schon, aber ja, das würde ich, denke ich, auch schaffen. So, wir müssen unsere Gebäude immer noch weiter ausbauen, denn wir kriegen irgendwie immer noch zu wenig Geld. Das heißt, wir haben ja auch schon fast zwei Armeen. Master Engineer. Und trotzdem hätte ich gerne noch mehr Geld. Denn nur mit mehr Geld können wir größer werden und unser Endziel erreichen. Ohne Geld geht das nicht. Wie soll das auch gehen? Und natürlich geht es auch nicht ohne Warpstein-Treibstoff. Meine Güte, was ist ein Wort? Warpstein-Treibstoff. Ja.
Und ohne Nahrung ebenfalls nicht. Das sind so die drei Sachen, die Sklaven benötigen. Eigentlich sehr viel. Gut, gut. Kill devices. Nie. Und Frieden? Na gut. Das nehmen wir doch mal an, damit die uns hier nicht in den Rücken fallen. Ich glaube, ich könnte auch inzwischen einen weiteren Warlock-Techniker anwerben. Da muss ich gleich mal gucken. Bin mir da jetzt aber auch nicht sicher. Ja, Kislev. Kislev ist eines der stärksten und größten Fraktionen ganz am Anfang, weil sie eben sehr viel haben. Leider ist es Kislev immer. Naja, es ist ihnen nie gelungen, alles zu halten von ihrem Territorium am Anfang, weil sie einfach so viele Feinde haben, außer im Süden ist das Imperium, aber sonst haben sie immer viele Feinde. Tödliche Etikette. Eine neue Ausbildung für eure Helden lehrt sie, ihr Vorhaben unter einem Schleier der Höflichkeit zu verbergen. Schließlich ist der tödlichste Attentäter einer, der sanftmütig wie ein Kaninchen scheint. Die Chancen erfolgreicher Heldenaktionen haben sich erhöht. Das ist doch gut für meinen Assassinen. Dann schauen wir mal, ob er Erfolg hat. Nö. Tja, das Event hat mir somit nichts gebracht. Knows who his boss is. Slay things. Siehe da, die Fraktion existiert noch. So, ja, noch 6 Runden. Oh je. Ah, nur Bogenschützen. Was soll das denn werden? Oh nee. Naja. Gut, wir beenden wieder die Runde. Und schauen, was der Gegner so macht. Ach, ich wollte doch gucken, ob ich eine Warlock-Technik anwerben kann. Das habe ich jetzt leider vergessen. Oh, ich habe eben noch ein bisschen geschlafen. So einen Mittagsschlaf, den mache ich in letzter Zeit ziemlich oft. Ich weiß auch nicht warum. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch ist. Schlaft ihr meistens mittags oder werdet ihr mittags müde? Und falls ja, warum? Oder wie könnte das kommen? Ich muss sagen, bei mir war es eigentlich immer so, dass ich immer mittags müde werde. Aber in letzter Zeit ist es auch ein bisschen schlimmer geworden. Aber ansonsten fehlt mir ja nichts. Da gibt es dann ja auch immer. Es gibt ja auch viele Leute, die nehmen viele Medikamente. Die werden dann ja auch immer sehr schnell müde, weil viele Medikamente als Nebenwirkungen Müdigkeit haben. Und dann gibt es auch wieder einige, die können diesen Wetterumschwung nicht ab. Das ist ja meistens so, wenn es irgendwie von warm auf kalt wechselt. Oder von trocken auf feucht. Sowas gibt es natürlich auch.
I am a lord of Bretonia. Never. Iona, scary move. Oh, und Ork Massiv gehört schon Waterloo. Und ist für mich grün. Not for Essen. So, jetzt habe ich jetzt aber nicht vergessen. Nein, kann ich leider nicht. Kann ich keinen weiteren anwerben. Was brauche ich denn dafür? Nee, das nicht. Jazils, Reutling-Kanon. Auf jeden Fall etwas, das ich noch nicht gebaut habe. Die Bauhöhle brauche ich dafür, aber die habe ich ja schon. Das heißt, ich brauche die größere Stufe. Und mit der Bauhöhle kann ich mir zwar einen anwerben, aber da ich schon einen habe, bin ich ja schon am Limit angelangt. Und deswegen ist es von daher auch sinnlos. So. Ja, wir müssen weiter warten. Was Carcassonne wieder macht. Bordelou könnte ihm zur Verstärkung kommen. Oder beide. Dann müsste ich mich eventuell zurückziehen. Wenn beide zur Verstärkung kommen. Clan Naga. Clan Naga war doch bei den letzten Verteidigern. Verstehe ich auch schon wieder nicht. Naja gut, die Belagerung zieht sich hin. Und wir können leider erstmal nur warten. Wissenland und Karagnoren. Jo, warum nicht? Wissenland war ja schon mal ausgelöscht. Warpstone first, Pact Deal later. Sind aber irgendwie durch eine Rebellion anscheinend wieder auferstanden von den Toten, könnte man sagen. Und die Kolonien der neuen Welt wurden vernichtet. Dann werden die eigentlich mal nicht vernichtet, aber die haben es da auch ziemlich schwer. Und jo. Mal sehen, ob wir hier noch ein Attentat reißen können. Nein, leider nicht. Ach, die schmatzen immer so komisch mit dem Mund. No malice detected. Ja, der Rohrblitz ist immer gut. Und dann müssen wir wieder warten. Denn Bordelou kommt wahrscheinlich doch nicht zur Verstärkung.
Satosa hat noch 37% Vampirkorruption. Aber ich denke, ja, die Sklavenkorruption steigt aber. Das ist doch sehr gut. Und inzwischen trinken wir noch mal ein Gläschen Tee. Ich trinke immer Tee. Und die Vaga sind auch so eine komische Fraktion, denn alle anderen Norska-Stämme werden immer ziemlich schnell konföderiert und die Vaga komischerweise, also war zumindest bei mir so immer erst zuletzt. Und ja, das finde ich eigentlich immer ziemlich komisch. Marie Birmont. I will not. Ist das die Marie? Nö. Das ist die Marie, die ich töten soll. Assassin! Und damit habe ich den Heldentöter bekommen. Wenn das immer so einfach wäre, wäre das wirklich gut. Aber das ist es leider nicht. Erheblicher Erfolg. Meuchelte. Jetzt habe ich sie gemeuchelt. Knows who his boss is. Noch ein Level. Machen wir erstmal Einheiten angreifen. Ja, wie man uns schwer erkennen kann, will die Feenzauberin Carcassonne zur Hilfe kommen. Jetzt muss ich überlegen. Schwer entscheiden. Könnte die Belagerung abbrechen und hier einen Hinterhalt legen. Und dann erstmal versuchen, Brion zu erobern, aber damit hätte ich dann ja gleich eine Grenze zu Bordeloo. Da wartet dann schon Alberic. Oder wir greifen Burg Carcassonne an. Denn die Chancen dafür stehen gar nicht schlecht. Drei Türme, ein Rambock. Much suffering pain to be had. Scryer consumes you. Ja, ich denke mal, ich werde angreifen. Bevor die Feenzauberin anrückt. Nehmen dreimal Verstärkung mit. Murder! Death! Kill! This arms race, no contest! Und dann greifen wir an. Ich habe ja auch eine Rakete noch. Und ich hoffe, wir werden das Ding schaukeln.
Belagerungsschlachten sind hier immer so eine Sache. Aber ich bin hier auch ganz zuversichtlich, genau wie bei Miralgiano. Und ich hoffe, wir kriegen das hier hin, denn die Knappen sind nicht gerade schlechte Regimenter. Ja, die Kraltritter sind natürlich auch nicht schlecht und die waren aber früher auch schon in der Garnison enthalten. Allerdings nicht so oft, glaube ich. Huch, ich habe hier zu viele Türme. Ich dachte, ich habe nur drei. Ja, gut. Katapulte. Ja, ich muss mir erstmal einen Plan überlegen, wie ich jetzt die Mauern stürme. Ich denke mal, hier werde ich eher ein kleines Ablenkungsmanöver versuchen. Während ich hier dann den Hauptangriff einleite. Oh, die Schätze, die stehen da einfach so quer durch. Die Wittlinger. Clanratten. Ja, wie setze ich jetzt hier die Flammenwerfer ein? Das ist natürlich auch so eine Sache. Das wird schwierig. Aber nicht unmöglich, denke ich. Die brauche ich später, wenn das Tor gefallen ist. Jetzt stehen hier drei Türme, aber da können ja gar nicht drei landen. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Wir müssen hier noch welche hin. So. Dann hier zwei. Dann eigentlich alle gruppieren. Bis auf die Jesuits, Wendlinggunner, Dingschredder und Seuchenkatapulte. Genau. So.
Wir beginnen. Glenrat Spears! Tails forward! Master Gill! Skaven! Yes, yes! March Scurry Dancer! Oxtail's yours! Und die Türme lenken wir schon mal aufs Ziel, genau wie den Rambock. Die Rakete ist leider noch nicht bereit. Könnten wir hier jetzt schön einschlagen lassen? Das werde ich jetzt auch mal machen. Na, das Tor hätte wenigstens auf sein können. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ja, bitte auch das Tor waschen. Meine Güte, sind die langsam. Wieso habe ich die denn noch auf Flanker-Modus? Ach ja. Belagerungen sind immer anspruchsvoll. So, ihr könnt da auch mit hoch. Ihr könnt hier hin. Vielleicht könnt ihr ja was reißen. Und du supportest jetzt mal ein bisschen. Ach ja, der ist auch zum Sturm gekommen. Ja gut, aber das ist ja ein gerader Schuss. Das bringt mir nichts über Mauern. Huch, wo sind denn hier die Bretonen? Dann helft da mal mit. Und hinein mit dir, auch mit dir hinein. Und mit euch auch hinein. Ihr helft hier mit. Und du hier. So, die Seuchenkatapulte bekommen ein neues Ziel, und zwar die Ritter. Dann kommt mal hier hin. Okay, die können doch nicht mal auf Mauern gehen. Das sehe ich jetzt bis eben gerade auch nicht. Oh, die gesamte Infanterie der Bretonen flieht. Das sieht schon mal sehr gut aus. Da fliegen ja auch noch welche. Der Kommandant flieht. Das ist sehr gut. Wurm ist auch alles übernommen. Ach, die Jesuits können auch nicht auf die Mauern.
Councillors command. Okay. Core systems on. Auch gut zu wissen. Nein, wir können hier ruhig weiter mitwaschen. Tja, Carcassonne wird wohl von den Sklaven überrannt. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, dass ihr noch angeflogen kommt. Jetzt habe ich mir sowas von gedacht. So, ich denke mal, das sollte es jetzt auch bald gewesen sein. Also wenn mich jetzt dann noch die Feenzauberin angreift, dann hat sie schlechte Chancen. Ich denke, das war's für Carcassonne. Entscheidender Sieg sogar. Und dafür, dass ich Belagerungsschlachten nicht so mag, habe ich mich doch recht gut geschlagen. Und die Verluste sind gar nicht so hoch. Louis Pacu, oder wie spricht man das auf Französisch aus? Ich habe da keine Ahnung. Mann, der Paladin sieht auch alt aus. Der sieht aus wie so ein... wie so ein Rentner, nee, wie so ein Ritterrentner irgendwie, oder wie ein Ritter in Rente, ja genau, so rum, ja. So rum eher. Ah, diese Ladezeiten, die sind aber auch immer so lang. Man kann die aber auch irgendwie nicht besser überbrücken oder so. Ach ja, ich habe mir heute noch Gedanken gemacht, und zwar wollte ich ja eigentlich nur Warhammer auf meinem Kanal hier zeigen, aber ich denke, für ein paar Just for Fun Projekte ist immer Platz. Und so werde ich dann eventuell irgendwann mal was anderes Let's Playen, einfach nur aus Just for Fun. Denn natürlich wollte ich am Anfang eigentlich nur Warhammer machen, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen zu öde, und ich denke, wenn da mal ein bisschen Abwechslung reinkommt, also das ist nicht viel, höchstens mal so 1 bis 3 Videos, vielleicht in der Woche, so ein paar Just for Fun Videos von anderen Games. Ich habe da vielleicht an, ja, vielleicht an ganz anderes gedacht, vielleicht mal irgendwie Battlefield 1 oder so. Mal ein bisschen wieder mein Aiming auffrischen. Joa. Darüber mache ich mir aber dann nochmal
ein paar Gedanken. Steal things. All things. Du, Carcassonne gehört uns. Omen des verlausen Unheils. Achso, da senkt die Führerschaft, okay. Chief Warlock, ist es klar? Hey, Carcassonne sieht jetzt allerdings sehr komisch aus, aber gut. Wir machen einen Quick Save. Dann bedanke ich mich für das Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut.